Ella, das Essen ist gleich fertig, ne? Du kannst gleich reinkommen, nur dass du Bescheid weißt. Ich habe auch schon ganz großen Hunger. Ella? 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 Hey! Dringend tatverdächtig. Duisburg Crime Stories. Die Geschädigte ist im Gebäude. Bitte, Sie müssen meine Tochter finden. Ich habe hier ein Bild. Okay. Ich bin mir sicher, dass Dennis sie entführt hat. Die Kriminaloberkommissare Lara Grünberg und Dirk Ahrens haben umgehend eine Handyortung veranlasst. Inzwischen ist auch Ina Jülich, die Mutter des Kindes, auf der Wache eingetroffen. Hallo Marco. Hi. Ich Hallo. Die Mutter von Ella hier. Ach, ja, danke dir. Hallo Ahrens. Hallo Jülich. Sie müssen bitte guten Tag. Bitte, meine Tochter. Nehmen Sie Platz. Nehmen Sie erstmal Platz von mir. Setzen Sie sich mal hin. Sie müssen bitte meine Tochter finden. Ja, natürlich. Wir versuchen unser Bestes. Ich habe meinen Ex-Freund. Der ist nicht mehr zurechnungsfähig. Sie müssen bitte meine Tochter finden. Frau Jülich, wir haben eine Fahndung nach Ihrem Ex-Freund, auch nach Ihrer Tochter und nach dem Fahrzeug schon draußen. Die Kollegen sind also auf der Suche und wir werden alles Mögliche machen, ja, was jetzt in unseren Händen liegt, um ihn zu finden. Ich mache mir einfach wahnsinnige Sorgen. Also der ist... Ich traue dem überhaupt nicht. Sie müssen wissen, Dennis ist tablettenabhängig von Schmerzmitteln und es gab schon so oft Situationen, wo er uns oder auch vor allen Dingen meine Tochter ungewollt in Gefahr gebracht hat. Nimmt er dann immer noch Tabletten? Sind Sie sich da sicher? Ja. Sie gehen davon aus? Ja, natürlich gehe ich davon aus. Er hat, also ich meine, das fing ja alles schon an. Ich bin ungewollt schwanger geworden. Ich bin ein bisschen durcheinander. Es tut mir leid. Aber alles klar, kein Problem, erzählen Sie. Da wollte er ja eigentlich schon nicht das Kind. Ne? Und da hätte ich es eigentlich schon ein bisschen müssen. Also ich meine, ich habe dann habe ich Ella bekommen. Also ich habe das Aufenthaltsbestimmungsrecht für Ella, ja, und er ist auch nicht eingetragen als Vater. Also er hat auch keinerlei Rechte. Das stimmt, die hat er dann nicht. Ne? Ja. Und als dann Ella, es gab eine kurze Zeit, wo wir eine schöne Zeit hatten, als Ella geboren wurde, da war es dann plötzlich seine kleine Prinzessin und da war alles gut, bis er dann eben tablettenabhängig geworden ist, das habe ich ja schon gesagt. Ne? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass er Auto fährt, mein Gott, wenn ich wüsste, was er vorhat. Wir versuchen jetzt auch schon die ganze Zeit, ihn auf dem Handy zu erreichen, ja? Und ja, wir tun unser Bestes, um da weiterzukommen. Uns wurde vermittelt, dass hier ein medikamentenabhängiger, übergriffiger Vater, der sich selbst offensichtlich gar nicht im Griff hat, ja seine Tochter entführt hat. Zum damaligen Zeitpunkt wussten wir auch nicht, was er wirklich mit ihr vorhat. Für uns war aber ganz klar, dass das Kind bei ihm definitiv nicht sicher ist. Tobi, hallo. Ich hab hier, Haben Sie meine Tochter gefunden? Nein, tut mir leid. Ja, die Tochter haben wir leider nicht gefunden. Setzen Sie sich mal hin, Frau Jülich. Wir machen alles Mögliche. Für euch habe ich ja was gefunden. Hm. Das ist ein Beschluss von Frau Jülich. Achso, danke. Na, danke dir. Alles klar, bitte schön, Tobi. Familiengericht, Beschluss. In der einstweiligen Anordnungssache der Frau Jülich gegen Herrn Dennis Dorn hat das Amtsgericht, Familiengericht, ohne vorherige mündliche Verhandlung durch die Richterin im Wege der einstweiligen Anordnung beschlossen, der Antrag wird abgelehnt. Ja, das ist wahrscheinlich. Das ist in hier wegen dem Näherungsverbot. Genau, es ist das Annäherungsverbot und das haben Sie offensichtlich da schon veranlasst gehabt. Ich habe alles versucht, ja. Ich frage mich wirklich, was muss denn noch passieren? Soll er erst handgreiflich werden, bis das Gericht irgendwas unternimmt? Erst vorgestern, vor 2 Tagen, hatte meine Tochter Geburtstag. Da stand er plötzlich auf der Matte. Hallo, Ina. Nee. Dennis, wo ist Ella? Ich möchte Ella sehen. Nein, lass uns in Ruhe, verschwinde hier. Ella, hau dein ab. Papa ist Nein, da. Nein, bist du ruhig jetzt, ich will nicht, dass sie dich sieht. Verdammt nochmal, hau ab hier. Heute ist Ellas Geburtstag, ja, das lass mich weiß durch. Ich auch. Du hattest lange genug Zeit hier. Du hast das gute Recht, Ella zu sehen. Okay, ich bin ihr Vater.
Ja, das weiß ich. Aber was war denn? Dir waren doch immer die Tabletten wichtiger. Wie lange möchtest du mir denn noch Ella vorenthalten? Ein Leben lang? Du bist doch selber schuld. Die Tabletten waren dir immer wichtiger. Also jetzt brauchst du auch nicht so tun, als ob du der Vorzeigevater wärst. Ina, ich habe keine Lust mehr, darüber zu reden. Meine Tablettensucht ist doch Vergangenheit. Ja, genau, als ob. Was willst du mir denn noch alles erzählen, ha? Ella! Jetzt hau ab. Oder willst du, dass ich das Näherungsverbot doch noch durchsetze, hm? Lass mich durch. Du haust jetzt hier ab. Willst du, dass ich die Polizei anrufe? Ina, damit wirst du nicht durchkommen. Weißt du was? Werden wir ja sehen. Ella. Hau ab! Du wirst doch dein blödes Tunnel erleben. Du haust sofort ab. Als ich die Tür dann zugemacht habe, da habe ich erst gemerkt, wie sehr mich die ganze Sache mitnimmt. Frau Jülich. Ist der Dennis Dorn schon mal irgendwie handgreiflich Ihnen gegenüber gewesen? Nee, also das wäre jetzt sicherlich zu viel gesagt. Also natürlich haben wir uns im Streit schon mal geschubst oder so. Okay. Aber dass er mich jetzt geschlagen hätte oder so, das nicht. Tobi. Noch mal ganz kurz, wir haben jetzt drüben den Dennis Dorn per Videoanruf. Nee. In der Leitung. Okay. Der Laptop steht bei euch drüben im Krippebüro, ne? Alles klar, danke. Kann ich dann mitkommen? Ja, bleib schon kurz bei ihr. Wir kommen gleich wieder. Nehmen Sie ruhig bitte noch mal langsam Platz, okay? Danke dir. Setzen Sie euch noch mal hin, ich bin bei Ihnen. Ja. Hier ist Ahrens von der Kripo in Duisburg, da ist die Kollegin Grünberg. Ella, Schatz, schau mal. Hallo! Wie macht? Ella, geht es gut soweit, wie Sie gesehen haben. Sie brauchen sich also überhaupt gar keine Sorgen machen. Wieso haben Sie denn vermutet, dass wir wegen der Ella bei Ihnen anrufen? Ich bin doch nicht verrückt. Warum? Ich habe Ella mitgenommen und kann mir eins und eins zusammensehen, dass Ina sicherlich die Polizei informiert hat. Sie wissen doch, was Sie da machen, wird weitreichende Konsequenzen haben. Wir wissen von der Sache auf dem Geburtstag. Wir würden uns gern mit Ihnen mal in Ruhe unterhalten darüber. Da sprechen Sie auch ein ganz gutes Thema an. Sie können mal Ina ausrichten, die Aktion an. Ellas Geburtstag war nämlich das allerletzte. Ich lasse mir sowas nicht gefallen. Hören Sie mal zu. Sie haben nicht das Aufenthaltsbestimmungsrecht für die kleine Ella. Das wissen Sie, ne? Das hat hier die Mutter. Ich bin Ihr Vater. Hallo? Okay, aber Sie... Ich bin eine wildfremde Person. Ich bin Ellas Vater, kapiert? Regen Sie sich nicht auf. Ich möchte es Ihnen einfach nur mal erklären. Wir wollen Ihnen doch jetzt gar nichts Böses. Der Kleinen geht's doch so gut. Nur, Sie haben nicht das Recht, Sie einfach... Hören Sie mir gerade mal zu. Sie haben nicht das Recht, Sie einfach mitzunehmen. Und wir wissen auch, dass Sie ja alles gerade tun, dass Sie da ein Umgangsrecht bekommen. Ne, mit dem Rechtsanwalt, das haben Sie ja alles schon in die Wege geleitet. Ich bin nämlich clean, ja? Und das weiß Ina auch. Das hat sich Ihnen sicher gesagt, dass ich irgendwie drogenabhängig wäre, oder? Ja, Sie hatten doch mal wohl Probleme mit Tabletten, Herr Dorn, ja, oder? Ja, das stimmt, aber ja. Ich bin seit über 6 Monaten und das soll Ina auch endlich mal kapieren. Und ich habe jetzt das Recht, auch meine kleine Tochter zu sehen. Ich bin ihr Vater, kein Fremder. In dem Videoanruf schien es so, dass es der Ella wirklich gut ging. Aber auch zu dem Vater muss man sagen, dass es so schien, dass er gar nicht unter Medikamenteneinfluss stand. Was man aber sagen muss, dass bei Langzeitabhängigen es nie sicher sein kann, dass sie wirklich clean sind. Und hier mussten wir auch davon ausgehen, dass er vielleicht nicht wirklich die Wahrheit zu uns gesagt hat. Ich bitte Sie jetzt eindringlich, hier auf die Wache zu kommen, damit wir das hier in Ruhe klären können. Ansonsten wird das andere Konsequenzen nach sich ziehen. Herr Dorn, oder sagen Sie doch uns einfach, wo Sie sind. Wir kommen einfach. Die Mutter macht sich auch solche Sorgen. Sagen Sie uns... Das bringt gar nichts. Das bringt überhaupt gar nichts. Was soll es denn bringen? Wir sind hier immer noch bei einer Entziehung von Minderjährigen. Das ist eine Straftat. Ja, wir sprechen dann von der Entführung von Ihrer eigenen Tochter. Von der Entführung zu sprechen ist das allerletzte. Ich bin Ihr Vater. Ich, zu einer Entführung wäre ich doch überhaupt gar nicht fähig. Ich liebe mein Kind. Jetzt sagen Sie mal, was soll denn diese Unterstellung? Herr Dorn, aber sie hat ja auch eine Mutter, die macht sich ganz arg Sorgen. Ja, ganz arg Sorgen. Die Mutter sieht sie ein Jahr lang, ich sehe sie überhaupt gar nicht. Die soll auch mal... Da komm. Ich habe auch überhaupt gar keine Zeit mehr. Ich werde nämlich das tun, was Ina mir eh verboten hätte. Ich lasse es mir nicht nehmen. Kommen Sie auf die... Hat aufgelegt. Hi, Tobi. Hi. Na? Ich wollte euch nur kurz mal ein paar Dinge in Kenntnis setzen. Ja? Die Handyortung, die war erfolgreich. Ah, das ist Nummer 1. Okay. Ja. Wurde als letztes gesichtet in Duisburg-Rheinhausen, am Funkmast dort. Ja. Ja. Wir haben dann auch direkt eine EMA-Anfrage durchgeführt und wir haben festgestellt, der wohnt auch in diesem Stadtteil. Ja. Vorsichtshalber haben wir nochmal 2 Streifen hingeschickt. Ja. Ja. Die Kommissare erfahren, dass der Vater des entführten Mädchens momentan im Haus seiner Schwester wohnt. Sie informieren die Mutter des Kindes über den neuesten Ermittlungsstand. Wissen Sie denn jetzt, wo Ella ist? Ja, wir wissen zwar noch nicht, wo Ella ist, aber wir können Ihnen mitteilen, dass Ella gut geht auf jeden Fall. Sie hat einen relativ
entspannten Eindruck gemacht, fast schon fröhlichen Eindruck. Also ihr scheint es wirklich sehr gut zu gehen. Okay. Und zu ihrem Ex-Mann kann ich Ihnen auch sagen, augenscheinlich würde ich sagen, hat er momentan keine Tabletten oder Drogen zu sich genommen. Er hat einen relativ klaren Eindruck gemacht. Er war doch relativ gefasst. Er war zwar ein bisschen aufgeregt, sei ja vielleicht der Situation geschuldet, aber ansonsten hat er uns klar verstanden und hat auch so keine Ausfallerscheinung gehabt. Genau, aber es gibt noch eine andere Sache. Er erwähnte, dass, den Satz, dass er es sowieso tun würde, was Sie ihm verboten hätten. Was ich ihm verboten habe? Oder verbieten ja. würden? Ich habe ihm verboten, Ella zu sehen. Also ich habe ihn nicht durchgelassen zu ihm. Ja, das kann ist ja nicht das Erste, sein. Das Einzige, was mir einfällt. Hat er sich aber so angehört, als hätte er irgendeinen speziellen Vorfall oder irgendeine spezielle Idee, weil er sagte wirklich, er wird jetzt das tun, was Sie verbieten würden. In Bezug auf Ella wahrscheinlich. Fällt Ihnen da was ein? Nee, also außer dem Kontaktverbot. Ich würde sagen, wir informieren noch mal die Kollegen, genau, über die neue Situation. Ja, hallo Sandra, hier ist die Lara. Ihr seid ja vor Ort, ne? Ja, wir haben jetzt gerade Kontakt gehabt zu dem Dennis Dorn und haben auch die Ella gesehen. Ihr geht's gut. Die müssten sich aber auf irgendeinem Spielplatz aufhalten. Also das ist uns aufgefallen. Vielleicht schaut ihr da mal im näheren Umkreis nach. Und genau, wir haben keinen Beschluss jetzt vorliegen. Das heißt, ihr geht mit Gefahr im Verzug in die Wohnung. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier vorne rein und okay. ihr vielleicht hinten in den Garten, dass gut, uns nicht stiften geht. Alles klar. Funkkontakt halt mal. Ja. Herr Dorn, machen Sie auf. 1520 von 22 kommen. 1520 hört. Seht ihr da irgendwas im Garten? Negativ. Das Haus sieht aus, als wäre es leer. Gut, dann machen wir jetzt hier auf. Eins, zwei. Herr Dorn, hier ist die Polizei. Frei. Die Polizisten können weder den tatverdächtigen Vater noch die von ihm entführte 6-jährige Tochter ausmachen. Auf Geheiß der Kripo-Kommissare durchsuchen sie das Haus der Schwester nach Hinweisen und tatsächlich werden sie dabei schon bald fündig. Sandra, kommst du mal?